Und wir sind wieder zurück live im Straßburger Parlament an diesem Mittwochnachmittag einer regulären Plenarwoche. Das ist natürlich nicht nur eines dieser Themen, die hier auf der Agenda stehen. Es gibt sozusagen die Agenda drinnen im Hemisikel, aber es gibt natürlich auch diese Agenda, die auf allen Fluren verhandelt wird, und dazu gehört Italien. Experten sagen, Italien steckt jetzt in einer Staatskrise. Das kann sehr gefährlich werden, politisch sowieso, aber auch ökonomisch. Und darüber konnte ich vor wenigen Minuten sprechen mit dem EU-Parlamentarier, Mitglied der EVP-Fraktion, Elmar Bruck. Elmar Bruck, Mitglied der EVP-Fraktion und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments. Alle schauen in diesen Tagen besorgt nach Italien. Sorgenkind Europas in politischer und ökonomischer Dimension. Wie besorgt sind Sie? Ich bin sehr besorgt, dass der Populismus in Italien siegen könnte. Das hat ja nicht nur europäische Gründe, sondern seit langem aufgebaut auch nationale interne Gründe zwischen Personen und Parteien und politischen Fehlentscheidungen. Aber das hat alles Auswirkungen auf Europa und insbesondere auf die ökonomische Entwicklung auf diesem Kontinent verbunden zum Euro. Und deswegen machen wir uns schon Sorgen. Was kann, was muss denn jetzt getan werden, um Ruhe reinzubringen? Ich glaube, dass die Entscheidung des italienischen Präsidenten sehr vernünftig war. Dass man jetzt nochmal Überlegungszeit hat, möglicherweise über die Sommerpause hinweg, bis es zu Neuwahlen kommt. Aber auch das ist noch nicht ganz klar. Und ich glaube, es muss dann, dass die proeuropäischen Kräfte sich sortieren, deutlich machen, dass man Zeit gewinnt, die Dinge zu erklären, die Zusammenhänge, was bestimmte Politiken in der Steuerpolitik zu tun hätten oder Neuverschuldungen und mit den Konsequenzen für italienische Innenpolitik. Erst einmal wäre der Italiener selbst die hart Betroffenen, wenn das Schiff sinken würde. Sie sagen genau, Neuwahlen, worauf es hinauslaufen wird, nach der Sommerpause. Es gab da jetzt in den letzten Stunden Äußerungen, die auch hier in Straßburg gemacht wurden, bezüglich sozusagen des Wählerwillens. Würden Sie sich dem anschließen wollen? Ich sage Stichwort Haushaltskommissar Oettinger. Nun, Wählerwille ist immer da, man muss nicht gegen Wählerwillen für gut befinden. Und wenn entsprechend der italienischen Verfassung ein Präsident eine solche Entscheidung trifft, die im Rahmen seiner verfassungsrechtlichen Kompetenz ist, dann ist das so in Ordnung. Und dann muss man sehen, dass möglicherweise der Wähler neu spricht, wenn man nicht in der Lage ist, ein vernünftiges anderes Ergebnis bei einer Regierungsbildung hinzubekommen. Das ist eine normale Prozedur in einer schwierigen Situation. Und das sollte man in Ruhe angehen. Und ich hoffe, dass jetzt alle die Vernunft walten lassen, daraus die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Herr Tusk und Herr Juncker hatten sich ja gestern von der Aussage von Kommissar Oettinger distanziert. Herr Juncker hat ganz klar formuliert, nicht die Aktienmärkte entscheiden, wie der italienische Wähler zu entscheiden hat. Würden Sie sich dieser Position anschließen? Natürlich haben nur die Italiener zu entscheiden. Das ist die souveräne Entscheidung der italienischen Bevölkerung. Aber dennoch ist es sicherlich richtig, dass die eine oder andere Entscheidung auch Konsequenzen im wirtschaftlichen Bereich hat, auch Konsequenzen hat, wie bestimmte Märkte sich entwickeln. Aber der Wähler entscheidet immer, aber er muss es auch tun im Bewusstsein der Konsequenzen, die seine Entscheidung mit sich bringen. Stichwort Ökonomie, Sie haben es angesprochen, die Märkte sind nervös, extrem nervös, es geht ein bisschen rauf und runter. Die Staatsverschuldung, drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, ist enorm hoch. Was könnte denn Europa tun, wenn die ganze Sache kippt und ins Rutschen kommt? Nun, das ist sehr hypothetisch. Erstmal muss man sehen, die italienische Staatsverschuldung ist nicht eine so gefährlich wie bei manchen anderen, denn es ist eine interne italienische Verschuldung. Da ist nicht sehr viel Auslandsverschuldung dabei. Und aus dem Grund ist das nicht so dramatisch. Andererseits hängen viele Banken Europas in diesen Staatsanleihen mit dran. Ja, ich habe jetzt über die Staatsverschuldung geredet, des Staates. Die Staatsanleihen, die ausgegeben worden sind, wenn dort das System insgesamt platzt, das hat natürlich auch auf Dauer Konsequenzen, solange wir die Währungsunion nicht vollständig fertig gestrickt haben, dass es zu Einbrüchen kommen könnte. Und deswegen ist es jetzt wichtig, auf den Juni-Gipfel zu achten, wo wir die entsprechenden Fortschritte für die Wirtschafts- und Währungsunion entwickeln wollen. Und ich glaube, dass man jetzt hin zu den nächsten italienischen Wahlen nicht in der Sache falsch entscheiden soll, aber entscheidungsfähig sein soll.
in der Frage von der Wirtschafts- und Währungsunion, in der Frage des Asylrechts, in der Frage der Außengrenzenkontrolle der Europäischen Union. Denn die Migrationsfrage ist ja eines der entscheidenden Fragen, auch in Italien, die sich da alleingelassen fühlen. Ist ein Aufruf, dass wir zu Entscheidungen kommen, die ohnehin geplant sind, wo es ohnehin eine große Mehrheit gibt. Dann lass uns das jetzt fertig machen. Nochmal auf den Punkt, ist die Eurozone in Gefahr? Experten sagen das. Sie ist gegenwärtig nicht in Gefahr, aber sie könnte, wenn es nicht aufgefangen wird, in Gefahr kommen. Heute ist sie nicht in Gefahr. Die Europäische Union ist in der Währungsunion sehr stabil. Wir haben inzwischen, dass 10 der 19 Länder unter den 60% Verschuldung sind. Wir haben eine Situation, dass fast alle Länder weit unter den Maastricht-Kriterien der 3% Neuverschuldung liegen. Wir haben noch nie eine so stabile Situation in der Eurozone gehabt, wie eben zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und deswegen sollten wir uns nicht unnötig nervös machen lassen. Also nicht nervös machen lassen. Vielen Dank, Elmar Brok, für Ihre Einschätzung. Dankeschön. Soweit Elmar Brok bei uns im Gespräch. In 2 Wochen kommt das Europäische Parlament wieder hier in Straßburg zusammen. Dann werden wir einen guten Schritt weiter sein. Wir werden wahrscheinlich ein Datum haben für Neuwahlen in Italien. Wir werden wissen, wie es weitergeht mit den Einfuhrzöllen in den USA. Und wir werden noch mal eine Sicht auf die Zukunft Europas hören, dann nämlich von Mark Rutte, dem Premierminister von den Niederlanden. So viel heute Nachmittag aus Straßburg. Damit zurück zu Ihnen, Sonja Fuhrmann nach Bonn. Ja, viele Themen, an denen wir natürlich dranbleiben. Vielen Dank bis hierhin, Ines Ahland nach Straßburg.